Ich fand's eigentlich witzig, so viele Gedanken. So, dann reden wir mal mit Thekla. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Du bist auch immer hungrig, was? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe ein paar Drachen erledigt. Oh. Na, dann wird's wohl wieder mal Zeit für einen ordentlichen Eintopf. Genau. Das war keine große Sache. Daran wird sich nie etwas ändern. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ja, Eintopf. Von Thekla. Thekla's Eintopf. Isbad, was war da? Hey! So. Wow. Ich weiß, wie man die Rüstung noch verbessern kann. Hast du nicht gewusst? Dann erzähl mal. Du kannst die Drachenschuppen mit magischem Erz überziehen. Da bin ich selber auch schon drauf gekommen. Und du hast recht. Meine neueste Rüstung übertrifft alles bisher Dagewesene. Sie ist leicht und stabil. Sie ist perfekt. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Das Angebot mache ich nicht jedem. Und der Preis deckt auch nur die Herstellungskosten. Was ich glauben soll. Okay. Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Echte Drachenschuppen. Hier ist dein Gold. So, das dürfte jetzt ausreichend sein. Wenn du willst, kann ich dir eine neue, verbesserte Rüstung verkaufen. Glauben, was man hört. Ich will die Rüstung kaufen. Sehr gut. Du wirst an ihr deine helle Freude haben. Kann man bei dem Preis wohl auch erwarten. Du wirst merken, sie ist jedes einzelne Goldstück wert. 12.000 und... Gib mir die Rüstung. Das ist die beste Rüstung, die ich je gemacht habe. 20.000. Ein wahres Meisterstück. Schwere Drachenjägerrüstung. Wir haben ihn natürlich doch noch. Kannst du mit Dracheneiern etwas anfangen? Dracheneier? Wie zum Kuckuck bist du denn da dran gekommen? Ich habe sie einigen Echsenmenschen abgenommen. Lass mal sehen. Mhm. Sehr robustes Material. Ideal zur Verarbeitung von Rüstungen. Das heißt, wenn man die Dinger aufkriegt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was ist nun? Willst du es haben? Klar, her damit. Ich zahle dir dafür, sagen wir, 300 Goldmünzen für jedes Ei, das du mir bringen kannst. Wie du sagst. Das sind Dracheneier und nicht jämmerliche Hühnereier. Na schön, dann eben 350. Aber mehr kann ich dir nicht geben. Dann lohnt es sich für mich nicht mehr. Okay. Abgemacht. Alles klar. Dann mal immer her mit den Dingern, wenn du welche hast. Du hast es Echsenmenschen abgenommen, sagst du? Genau. Echsenmenschen hausen vornehmlich in Höhlen, soviel ich weiß. Würde mich nicht wundern, wenn du in den Höhlen der Umgebung hier noch mehr von den Dingern findest. Hier, ich gebe dir noch eine Karte mit, damit du die Höhlen besser finden kannst. Okay. Meine Meinung will ja keiner hören. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Das ist ja dann super. Oh, Rohstahl kann ich auch. Ich hab da meine eigene Meinung. Minecrawler-Gürtel. Drachenschuppen. Ich will mehr. Hör zu, ich glaube, ich hatte gerade eine geniale Idee. Erzwaffen mit Drachenblut überzogen. Ich weiß auch schon genau, wie ich's mache. Ha, willst du's wissen? Eine schwere Erzschlachtklinge. Und Erzschlacht, das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Man weiß gar nicht mehr. Ich wäre mir da nicht so sicher. Es kommt immer auf die Kraft an. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Das war doch klar. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onas Hof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Okay. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar. Bis nachher. Dann... Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich will mehr über das Sch- Welche Waffe will- Okay, normalerweise bringt, kann er mir beibringen, noch eine andere Waffe herzustellen. Aber dann schmiede ich... Moment, ich muss mal gucken, wie viel Erz ich überhaupt habe. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich habe 12 Stück speichern. Erzwaffe schmieden. Ich glaube nicht, dass ich daran. Erzdrachentöter. Ach, großer Erzdrachentöter. Okay.
Die wollte ich eigentlich herstellen. Die habe ich schon gewundert, warum er das nicht... So, der große Erzdrachentöter. Brauche ich aber 160 Stärke. Ist das wirklich wahr? Okay. Das ist auch besser als die Klaue. Reden wir mal mit da. Wobei, ich will ja noch die schwere Drachenjägerrüstung umziehen. So, jetzt bin ich richtig gut. Ich habe den Eindruck, hier fehlen einige Söldner. Boah, der glotzt so behindert. Klar, das ist doch so. Sevio ist über alle Berge und hat die halbe Mannschaft mitgenommen. Mir egal. So habe ich eine größere Chance, bei Lies Jungs was zu werden. Mir fehlt nur noch der Knaller. Wenn ich einen Beweis erbringen könnte, dass ich ein richtig harter Kerl bin, könnte ich vielleicht sogar zu Lies Leibgarde aufsteigen. Aha. Harter Kerl? Du? Na komm, halt die Schnauze. Wer bist du denn schon? Gerade mal ein paar Tage bei uns und schon hast du eine große Fresse. Wart's mal ab. Ich werde schon noch das Passende finden, um Lied zu beeindrucken. Wie soll das aussehen? Ich weiß nicht genau. Irgendeine Ork-Trophäe wäre nicht so schlecht. Sowas wie ein Zeichen der orkischen Anführer oder so. Eine Standarte, ein Armreif oder Ring oder ähnliches. Mit sehr viel weniger kann ich hier keinen Eindruck schinden. So viel ist schon mal klar. Okay. Dann gehe ich mir mal in der Umgebung angucken oder eher gesagt, ich will zu sagen Gitter. Dann... bei was mir noch einfällt. So, by the way. Da gibt's auch diese Gruft da hinten. Da würde ich mal reingehen wollen. Wobei, das mache ich, wenn ich bei Sagitta war. Na, hier kommt so eine böse Musik, die macht mir Angst. Mami. Ja. Hat sich jetzt richtig behindert angehört. Oh, und ich werde danach die Klaue nicht mehr nutzen. Vielleicht gebe ich sie auch Saturas, damit er sie für immer vernichten wird. Weiß es nicht. Wir spenden aber erstmal was an Inos. Schicklichkeit plus 1. Wow, 41 Geschick jetzt. Das passt. Ja, super. Sekita. Welcher Trank soll es denn nun sein? Schicklichkeit. Wow, sie hat gar nichts zu sagen. Welch? Sag mir, was du... Bla bla bla. Okay. So. Speziellen Trank brauen. Trank der Stärke. Trank der Stärke. Einmal zack. Einmal zack. Ja. So ein harter Bro bin ich. Essen wir die Sonnenaloe. Und jetzt das richtig geile Schwert. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Das Schwert erinnert mich einfach an Uriziel aus Gothic 1. Das war die beste Waffe, die man im Spiel finden konnte. So, jetzt bin ich am besten ausgerüstet. Und ihr fragt mich wahrscheinlich, warum stelle ich Geschicklichkeitstränke einfach,
um irgendwie die Rohstoffe nicht zu verbrauchen, die ich da so habe. Guck ich mal, wie viel ich noch habe. Ich habe 3 Grundstöcke und 6 Goblinbeeren. Ich habe 5 Tränke. So. Ja, das passt ja. Tschüss, Sagita. Ah, ich hätte sie vor euch speichern sollen. Egal. Ziehen wir die Waffe und rennen herum. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Erstmal irgendwas töten. Du da, oder so. Ich habe hier doch irgendwo einen Drachensnapper gehört. Die fressen doch irgendwo ran. Ach, da. Oh, Skelette. Hallo. Oh, Feldräuber. Doch irgendwo noch nach da oben. Dann kann ich gleich mal. Und ich loote die nicht mehr. Ich brauche das Zeug nicht. Hallo, du Süßer. Warum sage ich Süßer? Es, entweder kommt es mir so vor, als wären die stärker geworden. Oder ich fress gerade irgendwie bloß etwas viel Schaden. Liegt vielleicht daran, dass ich das Auge Innos nicht dran habe. Warum habe ich das gerade abgelegt? Ich weiß es nicht. Oh. Hey, du. Was machst du hier in der Wildnis? Es war nicht mehr zum Aushalten auf Sekops Hof. Sekop ist ständig völlig ausgerastet. Man konnte sich nachher überhaupt nicht mehr mit ihm unterhalten. Ewig dieses Gebrülle. Ich muss hier weg. Weiß aber nicht wohin. Interesse an einem kleinen Handel? Okay. Was kannst du... Was willst du? Oh, Knochenbogen. Wow, cool. Ich hol dich. Ich bring dich zum Hof des Großbau. Das werde ich dir nie vergessen. Ich werde dir... Geh du vor. Okay. Wie die kleinen Lämpchen folgen sie mir jetzt. Das könnte jetzt Ziel ärgern. Hey, ärgern wir mal mit Ziel. Weit weg von zu Hause, was? Papa kann dir hier nicht mehr helfen. Deine große Klappe, stopf. Du Pfeife, kannst froh sein, wenn ich dich lebe. Dann lass mich doch einfach... Naja, er hat ja zuvor hier groß auf den Boss gemacht, so auf, also auf den großen Aufschneider und jetzt, zieht er den Schwanz ein. Naja, gegen so einen richtig guten Drachenjäger kann er ja eh nichts machen.
Wie so ein Drachenjäger, Bro. Kommt ihr beiden. Kommt und hüpft wie die Lämpchen, Lämpchen, Lämpchen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber trotzdem. Hüpft wie die Lämpchen, Lämpchen, Lämpchen. Na, da kommen sie ja. Da komm, Rosi, komm. Hier so, Nachmittagssport. Nun komme ich alleine zurecht. Ich danke dir. Ich hoffe, diese bescheidene Gabe wird dich angemessen belohnen. Okay. Oh, jetzt laufen die Mitra immer noch hinterher. Halt die Ohren. Pass auf dich auf und... wir gehen aber jetzt mal zum Pass von Corines. Warum hier nur Talbin hingegangen ist. Vielleicht hockt er jetzt in der roten Laterne. Ihm lässt sich da gut gehen oder so. Ich weiß es nicht. Da ist der gute Angar. Hey! Möglich ist alles. Ich werde Corines verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Ja, kann einem leid tun. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Bin schon unterwegs. Gut. Dann gehen wir mal zu Xanas. Lester. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Ja, ja. Dann zur Hafenstadt, würde ich mal sagen. Dann nehme ich Watras und Diego mit, weil Watras ist nicht im Kloster und der kann mir ja helfen, auf irgendeine Art und Weise. So werde ich ihm noch ein bisschen Gold zahlen, hier um meine Vergehen wieder wegzumachen. Hey, du! Ich will eine Spende. Wie viel kannst du? Ich kenne das ja schon. Ich habe 100. Ich segne dich im Namen Adanos für die. Möge der Weg, den du einschlägst. Gut. Ah. Ich werde deine magische Kraft steigern. Okay. Ich will eine Spende an die Kirche. Wie viel kannst du? Ich habe 100. Ich segne dich im Namen. Möge der Weg, den du einschlägst. Okay. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn auch... Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so... Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Okay. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht... Lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Okay. In der Stadt lassen will ich ihn ja nicht. Was du nicht sagst. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, mit Diego. Ich werde Corines verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogenschießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Okay. Komm doch mit.
Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Kurenis ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick, ich bin sofort fertig. Ich müsste es dann eigentlich alles zusammen haben. Mit Anga, Diego, Gorn, Milton, Nest habe ich 5 Gefährten, die mir in den Tod folgen. Oh ja, das hat der Schwester gesagt. Ich brauche 5 Leute. Ich brauche ein Schiff. So, 5 Leute. Ich bin bereit. Die mir in den Tod folgen. Wir sehen uns am Schiff. So was. Aber ich warte das als Magier. Bennett als Schmied. Lee als Wache oder Ausbilder oder sowas. Keine Ahnung.